Das hier ist RRA. Ah, das hier das Originale. RRA ist das. Ich wurde gestern einfach so von RRA's Server gebannt. Und ich weiß nicht warum, aber mal gucken. So abgehoben ist nicht mehr Lami. Also, ich habe ja fast die 1000 Abonnenten auf YouTube. Deswegen habe ich halt RRA gefragt, bei seinem Ticket, ob ich die YouTuber-Rolle bekommen darf. Aus Spaß habe ich erstmal geschrieben, hallo, ich bin berühmt, gib mir Admin, du Bot. Dann kam RRA rein, wo ich dachte, das ist erstmal was Krasses. Dann habe ich halt ein paar Leute gepinkt und halt was geschrieben. RRA meint halt, bitte lass das. Bis dahin dachte ich auch, alles ist gechillt und so, aber dann wurde es ernster. Er schrieb halt, das Serverteam wird sich alle Tickets anschauen, das wird halt dauern. Ich habe geschrieben, jeder fängt klein an, habe fast die 1k. Schrieb nur, von mir ausgewählte Leute bekommen andere Rollen. In Rollen kannst du dir ein paar andere Rollen, andere coole Rollen aussuchen. Danach hat er halt einen Screenshot davon geschickt und hat geschrieben, so wird es nicht. Danach habe ich halt geschrieben, das war nur Spaß, sorry. Er schrieb, naja, alles gut, aber eigentlich sind Späße lustig. Ich habe ihm dann geantwortet, ohne nein Spaß zu lesen. Ich habe geschrieben, ja, ich lache mich tot. Dann hat er geschrieben, aber bitte nicht mehr Spam. Aber ich hatte gar nicht gespammt. Ich hatte dann geschrieben, sorry, bitte YouTuber-Rolle. Er schrieb, nein. Danach habe ich geschrieben, du hast doch auch mal klein angefangen, wie ich bei null. Das würde sehr nett sein. Und danach hat er geschrieben, was ich nicht verstehe. Ich habe es mir selber erarbeitet. Und er schrieb auch, mit Spamming und Battlen habe ich das nicht geschafft. Da frage ich mich, was er meint. Danach kam ein Follower namens Ben. Warum ich ihn so nenne, werdet ihr auch sehen. Dieser Ben schrieb halt, wir verteilen halt keine YouTuber-Rollen an die Leute, die wir nicht kennen. Ich schrieb, ja, ich will halt nicht eure Zuschauer, sondern nur die Rolle. Dann schrieb ich halt, okay, hallo Ben, hallo, schön euch privat kennenzulernen. Er schrieb, wie meinst du privat? Ich schrieb halt so persönlich von Mensch zu Mensch wie Menschen. Ben schrieb, kann ich dir mit dem Support weiterhelfen? Die hatten halt einen von meiner Community gebannt, der nach dieser Rolle gefragt hat, halt nach der YouTuber-Rolle. Dann schrieb ich halt, mein Freund Leo hat einen unnötigen Timeout. Das Pingen war aus Versehen und mein Dant wollte nur das Beste zu meinem Gunst. Ich habe halt geschrieben, er ist auch ein Mensch, jeder Mensch macht Fehler. Dieser Ben wollte einfach nur, dass ich verlasse. Ich habe dann geschrieben, Menschen machen Fehler, er wird sich mehrmals durchlesen. RRA schrieb, kann Benny noch weiterhelfen? Dann schrieb ich, nein, alles gut, danke nochmal für die Rolle. Ihr müsst wissen, ich bin nicht der Typ, der leicht aufgibt. Ben schrieb, kann das Ticket zu? Nehme ich als ja, tschüss. Ich wollte noch Danke schreiben, aber dann wurde ich direkt gebannt. Dann habe ich einen Hackerfreund kontaktiert, damit der ein bisschen so guckt, was sie danach geschrieben haben. Und das kam dabei raus. Danach habe ich ihn auf verschiedenen Plattformen angeschrieben und habe ihm gesagt, dass er mich entbannen soll. Aber gerade kam noch keine Antwort und er hat mich immer noch gebannt. Schau dir gerne noch dieses Video hier oben links an oder unten links. Und lass gerne noch ein Abo da. Dankeschön und ciao.